Zurück auf der SPS Connect, Tag 2. Schön, dass Sie noch weiterhin mit dabei sind. Es lohnt sich auch, denn heute geht es ja um Themen wie künstliche Intelligenz und intelligente Bedienkonzepte. Ja, die Fähigkeit, Daten auszulesen und dann auch zu nutzen, die wird ja immer wichtiger. Big Data Analytics ist ja einer der Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung. Auch viele Unternehmen aus dem Maschinenbau erfassen natürlich digitale Daten und wollen diese dann für Automatisierung und Prozessoptimierung einsetzen, aber auch zur Individualisierung von Produkten und für neue Geschäftsmodelle. Nur wenige Unternehmen schaffen es aber bis jetzt, aus den Daten in Echtzeit auch Prognosen und automatisierte Entscheidungen abzuleiten. Welche Benefits Big Data Analytics speziell für den Maschinenbau bietet, darüber reden wir jetzt. Und ich freue mich, dass er hier ist. Hier im Studio begrüße ich mal wieder einen echten Menschen, nicht zugeschaltet, sondern wirklich real neben mir stehen, Dr. Johannes Giet. Er ist Vorstand Forschung und Entwicklung der ISRA Vision AG. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zugeschaltet Tanja Maas, sie ist Geschäftsführerin der Resolto Informatik GmbH. Guten Morgen. Und Jörg Wende, Leading Technical Sales Professional bei IBM Deutschland, ebenfalls zugeschaltet. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf eine spannende Runde zum Thema Datenanalyse. Und das begleitet ja den Maschinenbau insgesamt ja schon lange, Herr Dr. Giet. Warum rückt denn jetzt Big Data Analytics gerade jetzt so in den Vordergrund? Warum wird das jetzt immer größer? Ja gut, ich denke, so ganz neu ist es ja nicht, denn wir sind Bildverarbeitungsunternehmen und arbeiten ja nun schon 20 Jahre mit Bilddaten, was erstmal Big Data, das heißt jede Menge Daten fallen an. Das Thema kommt natürlich heute ein bisschen stärker durch diese ganze Welle Industrie 4.0. Mit allem sieht man ja auch schön in dem Programm der nächsten Tage, richtig schöner roter Faden drin. Das heißt einmal natürlich die Bildaufnahme, die Prozesse, die Automatisierung, die Twins, die damit verbunden sind. Ich denke, das Thema hat heute eine ganz besondere Relevanz, gerade auch in Richtung Wettbewerbsfähigkeit gerade auch in Richtung Ausland. Ich denke, wir brauchen heute in der Automatisierung nicht nur die Big Data, sondern die Analyse. Wir brauchen heute natürlich die schnellen Entscheidungen, die wir zur Prozessoptimierung brauchen. Und was natürlich ganz wesentlich ist, wir müssen irgendwie heute mehr und mehr lernen, dass man von den Daten weg zu Informationen kommt. Wir wollen mit den Informationen natürlich auch neue Geschäftsmodelle verknüpfen. Das, was wir bestimmt gleich auch nochmal besprechen werden. Und wie gesagt, ich denke im Moment so das Stichwort Industrie 4.0, was immer dahinter sich alles verbirgt, das treibt im Moment genau auch diese Big Data Welle. Dazu kommt natürlich ein zweiter Punkt. Wir haben vor vielen Jahren ja schon sehr viel mit neuronalen Netzen, Bildszenenanalysen gemacht. Wir sehen heute in vielen Artikeln, in vielen Publikationen, ich sag mal das Stichwort Deep Learning, was immer es ist. Ja, verbirgt sich ja so ein bisschen Machine Learning und Computer Learning dahinter, ja. Aber das Deep Learning Thema und ich denke die Kombination Big Data, Deep Learning ist im Moment genau technologisch auch soweit mit den Prozessoren, mit den schnellen Edge Devices, die wir heute haben, dass wir Dinge rechnen können, dass wir Dinge steuern können, die wir vorher gar nicht mit den Informationen, mit den Datenmengen regeln konnten. Ich sehe Herrn Wende hier zustimmend nicken. Sie bestätigen das oder wollen was ergänzen? Das würde ich jetzt so bestätigen, wie es mein Vorredner schon sagte. Gerade das Thema Verarbeitungsleistung, die wir jetzt mittlerweile an der Edge haben. Das heißt also sowohl die schnelleren Prozessoren, vor allen Dingen die schnelleren Co-Prozessoren, die uns die Ausführung von Machine Learning Modellen an der Edge gestatten, gibt uns natürlich eine vollkommen neue Möglichkeiten, dort die Verarbeitung durchzuführen, wo die Daten auch auftreten, ohne dass wir lange Schleifen drin haben. Da vielleicht gleich mal noch angeknüpft, Sie sprechen von neuen Möglichkeiten. Was verrät uns denn das Big Data Analytics momentan schon Neues über meine Maschine, über meine Anlage? Würde ich hier, Entschuldigung, wollten Sie was sagen? Nein, Gut, war die Frage an mich. Gut. Das interessante Konzept hier an der Stelle ist, dass ich die Daten, die ich aus der Maschine gewinne, mit Daten aus dem Kontext, also zum Beispiel IoT-Daten, Produktionsdaten, historischen Daten verknüpfen kann und dadurch natürlich wesentlich mehr Informationen gewinnen kann und Einsichten gewinnen kann, die mir helfen, zum Beispiel sowas wie Predictive Maintenance durchzuführen. Das heißt also Maintenance
Maintenance in Abhängigkeit vom Zustand der Maschine und eventuell auch von dem erwarteten Zustand der Maschine nach einer gewissen Laufzeit. Auf das Thema Predictive Maintenance kommen wir später noch ein bisschen genauer zu sprechen oder gehen noch ein bisschen tiefer rein. Frau Maas, wir haben heute Morgen eine ganz schöne Keynote gehört zum Thema künstliche Intelligenz. Wir haben gehört, ja, Deutschland ist da, ich will nicht sagen Brachland, aber ist da noch ein bisschen weiter hinterher, als es schon viele andere Länder sind, gerade im asiatischen Raum. Wo hilft denn jetzt künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht, die Datenanalyse noch weiter zu optimieren? Ja, wenn ich mir die Automatisierung anschaue, wie sie in Deutschland zurzeit aufgestellt ist, da sind wir natürlich historisch total weit gekommen und haben dafür traditionelle Methoden genutzt, auch durchaus schon der Informatik. Also wir können Daten durchaus ja auch schon über Condition Monitoring, klassische deterministische Wege interpretieren. Und was uns eigentlich fehlt, ist die Möglichkeit, durch lernende Algorithmen eine gewisse Lücke zu schließen, die wir nach wie vor haben. Ich gebe immer dieses Beispiel, wenn Sie alles versuchen, mit Formeln und mit Determinismen abzubilden, was Sie aus Ihrer Automatisierung rausholen könnten, also nehmen wir mal das Thema Maintenance, dann haben Sie, wenn Sie es zu präzise machen, irgendwann so viele falsch-positive Aussagen in Ihrem System, dass die Leute, die das bedienen müssen, völlig abstumpfen und da keine Lust mehr drauf haben. Und KI kann an der Stelle natürlich sehr viel präziser antworten und kann auch lernen, immer noch weiter präziser zu werden und da besser zum Kunden zu passen. Das heißt eigentlich, dieser Status, den wir jetzt erreicht haben, dass wir kaum noch mehr Werte heben können aus unseren Produktionsdaten, wie wir es bislang getan haben, da kommt jetzt die KI rein und kann tatsächlich Lücken schließen. Und was mir gerade aufgefallen ist in der aktuellen Diskussion, wir sprechen darüber, dass Edge-Technologie jetzt ganz, ganz viel leisten kann. Vor ein paar Jahren haben wir darüber gesprochen, dass Cloud-Technologie jetzt ganz, ganz viel leisten kann. Und für mich ist es eigentlich so, dass genau der Charme im Hybriden liegt. Also diese Mischung, dass wir infrastrukturell jetzt auf der einen Seite Edge-Technologien hervorragend nutzen können, um eben die Daten genau da zu verarbeiten, wo sie auch entstehen. Dann eben auch immer bessere, schnelle Datentransferwege bekommen. Da ist ein Thema sicherlich 5G, aber nicht das einzige. Und dann haben wir natürlich auch die Cloud-Technologie, um ganz große Datenmengen verwalten zu können, um auch dieses sehr aufwendige Trainieren von Algorithmen abbilden zu können. Also da kommen jetzt viele Dinge zusammen und ich glaube, dass die deutsche Industrie einfach sehr gut beraten wäre, sich da mehr zu öffnen. Denn Sie sprachen ja gerade an, dass das Ausland da so viel weiter ist. Das hat natürlich auch was mit Offenheit zu tun. Und hier in Deutschland sind wir halt sehr maschinenbaustark, sind wir sehr traditionell technologisch aufgestellt und da gibt es dann immer große Vorbehalte, solche sehr neuen Dinge auch gleich zu umarmen. Ja, hat das vielleicht auch, sind das auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die da ein bisschen schwierig sind? Ja. Natürlich. Ich weiß nicht, wer darauf am besten antworten kann. Ja, ich kann mal nochmal nachgefasst an Sie, Frau Maas. Ja, natürlich. Also wir haben natürlich gesehen, dass die Amerikaner da ganz anders vielleicht mit umgehen, als wir uns das in Europa wünschen, auch mit dem Thema Datenschutz. Wir sehen auch gerade im Bereich Automotive, die Resolto gehört ja inzwischen 100% zur Festo-Gruppe. Festo hat sehr viel mit dem Bereich Automotive zu tun. Das heißt, wir führen da die Gespräche. Da gibt es natürlich große Vorbehalte. Allzu informative Daten, vorbehaltlos in breite Cloud-Technologien zu speichern, wo dann eben halt auch zumindest zu denken wäre, dass damit vielleicht Dinge getan werden, die man wirklich nur im eigenen Haus machen will. Und da gibt es auch noch andere angrenzende Themen. Ich weiß gar nicht, ob man die, das ist eben so eine Mischung aus rechtliche Situation und Vertrauen haben können. Und ich würde vielleicht das Thema Vertrauen noch weiter priorisieren als allein die rechtliche Situation. Das wäre auch so ein Ansatz. Ich denke, will man diese die Macht quasi abgeben an eine Maschine oder an künstliche Intelligenz? Das Ding ist ja auch, man sieht die ja noch nicht mal, die künstliche Intelligenz. Wenn das so ein Roboter wäre, der neben mir steht, ja, also der so gefertigt ist und mit dem kann ich sprechen oder so, das ist dann vielleicht noch ein anderes Gefühl. Aber man sieht die ja noch nicht mal. Ich bekomme Daten ausgespuckt und muss mich dann darauf verlassen. Also die Vertrauenssache ist da wahrscheinlich ganz wichtig, oder? Naja, gut, also das eine ist das Vertrauen, vertraue ich in den Algorithmus, den ich hier nutze. Ja. Und das tun wir an anderer Stelle auch schon ganz häufig. Ja, also wenn ich andere Algorithmen einsetze, muss ich auch darauf vertrauen, dass da keiner einen Bug eingebaut hat und dass die gut funktionieren. Und in Technologie muss ich natürlich immer ein Stück weit vertrauen können. Also ich vertraue ja auch dem Bagger, den ich im Garten bediene, dass er mich nicht irgendwie killt, ja, und dass der TÜV da irgendwie einen guten Job gemacht hat. Tatsache ist aber,
Ich glaube, dass wir für Algorithmen auch so eine Art TÜV gut gebrauchen könnten. Also, sie müssen schon geprüft sein, dass das alles vernünftig läuft. Und ich persönlich bin auch schon eine Freundin davon, so Human-in-the-Loop-Verfahren aufrechtzuerhalten, dass der Bediener oder der Ingenieur, der eben mit diesem Algorithmus als Tool zusammenarbeitet, auch immer wieder Feedback-Möglichkeiten hat und auch Möglichkeiten der Kontrolle hat. Also ich stehe da schon auf so eine Mischung und nicht einfach nur auf eben diese berühmte Box der Pandora, in die ich nicht reinschauen kann. Herr Wende, Sie nicken zustimmend? Ja, das ist genau das Thema, was wir typischerweise auch sehen, dass man gerade wenn man mit Bilddaten umgeht, so sehr viel diese sogenannten falschen Positivs bekommt und dort dann natürlich das Thema, wie wir bezeichnen das hier, Assisted Learning, dann eine Rolle spielt. Das heißt also, dass man zumindest in der Anfangsphase dem Bediener sehr oft die Möglichkeit gibt, einzugreifen, zu entscheiden, sodass wir also im Prinzip die menschliche Intelligenz mitbenutzen, um bestimmte Entscheidungen zu treffen und damit die Maschine anzulernen auch. Sie haben natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Fragen loszuwerden, einfach in der Plattform, der Sie gerade eingeloggt sind, in Slido Ihre Fragen loswerden. Die können Sie dann auch entsprechend voten für die verschiedenen Fragen, hochranken und dann werden wir die entsprechend hier berücksichtigen, werden es dann hier auf dem Tablet zugespielt und dann können wir die Fragen auch entsprechend gleich in der Runde mit einfließen. Lassen. Welche Rolle spielt denn die industrielle Bildverarbeitung bei Big Data Analytics, Herr Giet? Ja, wir müssen vielleicht sagen, welche Rolle spielt die Bildverarbeitung im Bereich Industrie 4.0. Ich fange erstmal damit ein und vieles, die Sachen sind alle so ein bisschen miteinander verbunden. Und Mission Vision, ich denke, das wissen wir, ist ein Enabler, ähnlich wie Sensorik, irgendwo fallen Daten an. Sie müssen die Daten, was ich gerade schon gesagt habe, irgendwie so auswerten, dass sie zu Informationen kommen. Und umgekehrt eigentlich diese Big Data-Verfahren, das, was wir gerade auch gehört haben, sei es, dass wir heute doch recht leistungsstarke Rechner haben, sei es in der Kamera, wir verwenden heute sehr viele Smart-Kameras, wo wir ganz dicht am Sensor schon Bildverarbeitung machen können in der Form, dass eigentlich die Rohdaten schon gar nicht mehr übertragen werden, können sie auch gar nicht in der Cloud. Das war meine Idee vor N Jahren. Geht natürlich aufgrund der Latenzzeiten nicht. Bei uns hat dieses Machine eine Bedeutung. Wir steuern Maschinen, wir müssen regeln. Wir wollen dann irgendwo Prozessoptimierung machen, bis sie die Daten aus einer Cloud haben. Haben sie gar keine Chance, irgendetwas tun zu können. Bilddaten, Herr Vorredner, haben Sie angesprochen. Bilddaten heißt heute, dass wir natürlich mit Terabyte an Daten operieren. Ich nehme mal ein Beispiel, nicht aus der klassischen, sage ich mal, Robot Vision, aus dem Robot Vision Umfeld. Wenn man sich heute so eine Oberflächeninspektionsanlage anguckt, mit im Bereich Papier, die so mit 1600 Meter pro Minute läuft, dann haben Sie dort Unmengen an Daten, die Sie dort verarbeiten müssen, die Sie irgendwie abspeichern müssen, wo Sie dann natürlich auf den Prozess in den Prozess hineingehen und dort, sag ich mal, den Prozess regeln wollen. Das heißt also, die für mich ganz klar Bildverarbeitung, Big Data gehören erstmal massiv zusammen. Wobei dieses Big Data, mir gefällt eigentlich der Titel ganz gut, macht eigentlich nur Sinn in Richtung Big Data Analytics. Mhm. Denn wir müssen von den natürlich Unmengen von Daten zu Informationen kommen. Und das, was wir gerade auch gehört haben, gerade auch in Richtung der neuronalen Netze, ich hatte schon mal gesagt, vor vielen Jahren hatten wir Ansätze auch im Bereich der Roboterei gehabt. Es gehört bei den KI-Systemen heute dazu, dass wir bei den Systemen natürlich, man sagt, die Inferenzlogik haben. Das war einfach verstehen. Sie hatten es gerade angesprochen. Warum entscheidet das Netzwerk überhaupt so? Warum haben wir überhaupt in der Defektklassifikation überhaupt diese Ergebnisse? Da sind wir im Moment ganz massiv dran. Da auch, ich sag mal, auch so ein bisschen in Richtung Grundlagen etwas zu tun. Und ganz entscheidend ist natürlich bei uns Bildverarbeitung. Frau Redner hat es gesagt, wir haben heute neue Technologien, mit denen wir diese Daten, ich sag mal, im Vorfeld schon sehr gut verarbeiten können, bevor sie denn, gut, man sagt jetzt heute FOC, bevor sie denn irgendwann in der Cloud landen. Und auch von den ganzen Serverstrukturen her, von den entsprechenden Tools, man wird es ja in den nächsten Tagen sehen, Schnittstellen, OPC UA ist ein wunderschönes Beispiel, haben wir heute, glaube ich, da die Weichen richtig gestellt. Weil Sie gerade die Cloud angesprochen haben, da kommt auch gerade eine ganz interessante Frage zum Thema rein von Ronny Schüritz. Er möchte wissen, wie hoch sehen Sie denn das Potenzial für lokales Lernen on the Edge? Damit müssten dann die Daten gar nicht in die Cloud.
Ja, das ist vollkommen richtig. Lokales, das ist ganz sicher richtig. Das heißt, da gehen wir heute mal davon aus, dass wir dort, sei es mit GPUs oder wie auch immer, dort, Sie sagten lernen, irgendwo eine Serverstruktur haben, wo Sie lernen können. Sie brauchen erstmal jede Menge Daten. Und das ist ganz sicher richtig. Das macht on-premise Sinn, dass Sie die Daten jetzt nicht in irgendeine Cloud schieben und dort die Ergebnisse nach 2, 3 Tagen wiederbekommen. Und dann vielleicht in Echtzeit irgendwo auf die Maschine setzen können. Das heißt, das ist zwingend notwendig, dass Sie so ein Servermodell haben, dass Sie ein Cloud-Modell haben, dass Sie sowohl durch sämtliche, was wir eben gesehen haben, Edge, Fog bis in die Cloud, durch sämtliche Ebenen gehen und dort aber ein bisschen drauf, oder wir müssen darauf achten, dass wir dort nicht beliebig die Daten hochschieben, um ganz einfach von den Bandbreiten her und so weiter dort nicht vernünftig arbeiten zu können. Also an der Edge heute lernen oder KI einzusetzen, wird ja auch gemacht, machen wir auch. Sie haben heute natürlich auch die richtigen Technologien dazu, sei es die Jetson GPUs oder wie auch immer, wo Sie doch heute schon ganz vernünftig mitarbeiten können. Zustimmendes Nicken aus der Runde von Frau Maas gerade eben auch schon. Ja, es ist ja auch so, dass nicht jeder Trainingsprozess so unfassbar aufwendig ist, dass man tatsächlich gleich einen Servercluster dafür braucht. Also was wir ja immer versuchen, ist erstmal mit den Daten auch zu arbeiten, die aus den Maschinen schon abgreifbar sind. Das Nachrüsten ist natürlich nicht beliebt. Ja? Also man schaut erstmal, was ist denn ohnehin eigentlich schon an Daten vorhanden, was kommt aus den Steuerungen, was kann ich vielleicht aus der Energieaufnahme ablesen. Dann kann man ja auch im geringen Maße nachrüsten, also vielleicht auch gar nicht unbedingt aufwendige Kameras immer, sondern auch einen Schwingungssensor. Und dann können Datenmodelle entstehen, die man tatsächlich auch auf einem einfachen PC oder damit halt auch auf einem Industrie-PC oder einer Edge-Komponente durchaus trainieren kann. Ich glaube, man muss das immer ein bisschen von Fall zu Fall abwägen und Bilddatenanalysen und Lernen auf Basis von Bilddaten ist natürlich auch schon sehr anspruchsvoll. Also es sind wirklich hochkomplexe Daten. Da gibt es einfachere Daten, mit denen man durchaus auch sehr, sehr viel erreichen kann, gerade im Bereich Predictive Maintenance. Ja, kann ich mich, wie gesagt, nur noch mal anschließen. Man muss die Sachen so ein bisschen trennen. Ist jetzt nicht so, dass wir Big Data, klar, man verbindet das immer mit den riesen Datenmengen, aber das, was wir gerade auch gehört haben, ist richtig. Man muss das trennen. Das gibt da mit Sicherheit nicht Patentrezept für alles. Ich denke heute, das Edge Computing, was ja vor 2, 3 Jahren kaum jemand drüber gesprochen, bis wir dann gelernt haben, es geht eigentlich mit der Cloud nicht so, wie man sich das gedanklich vorgestellt hat. Dann sprechen wir jetzt über Edge. Gut, man braucht dort unterschiedliche Wege. Dieses ganze Predictive Maintenance und Condition Monitoring, da sind wir ja in dem Sinne gar nicht richtig bei, ich sag mal, Big Data, sondern wir sind mehr bei Analytics. Und das ist nach meiner Ansicht ein klein wenig was anderes. Das heißt, gerade was intelligente Verfahren angeht heute, die wir sehr schön auch für Datenströme, die Streampiping und so weiter aufsetzen können, das muss an der Edge erfolgen. Frage dazu auch von Carsten Vogt. Er möchte wissen, welche Technologie setzen Sie ein für Bilder, die der Bediener zum Steuern der Anlage benutzt, die zusätzlich aber auch analysiert werden sollen? Thema ja. Delay. Ja, das hatte ich gerade angesprochen. Das sind die Latenzzeiten. Ne? Ich sag mal, man hatte früher klassischer Aufbau. Ich denke, kennen wir alle. Irgendwo eine Kamera. Gut, ich sag mal noch den Framegrabber in irgendeinem PC. Und da sind wir mehr und mehr nicht mehr dabei. Heute, ich hatte es gerade schon gesagt, ist unser Weg, dass wir sehr dicht am Sensor schon anfangen, Bilder zu verarbeiten. Das Stichwort ist bei uns FPGA, das Stichwort ist technologisch der Ultrascale, das heißt der Sync. Das Stichwort ist, dass wir mit solchen Hybridlösungen heute sehr gut arbeiten können. Das heißt also so ein Misch aus FPGAs, GPUs, bevor wir dann irgendwie aus dem Sensorkopf rausgehen, sei es über Webinterface. Wir haben es gerade gehört, Conditional Monitoring, dass wir über entsprechende Schnittstellen wie MQTT dann irgendwo, ich sag mal, in die Cloud, wo immer dann hingehen. Das ist also heute für uns Stand der Technik, auch gerade für den Smart Factory Bereich, sehr dicht. Wir haben auch dementsprechend ja Investitionen getätigt in den letzten Jahren, sehr dicht am Sensor schon die Vorverarbeitung zu machen. Und ich habe mich gerade schon zweimal gesagt, weg von den Daten zur Information. Herr Wende, wir wollen mal so ein bisschen gucken, inwieweit denn Big Data Analytics jetzt auch schon großflächig eingesetzt wird. Wird das denn schon großflächig eingesetzt oder ist es in vielen Unternehmen dann doch noch eher so Zukunftsmusik? Wir haben ja immer wieder heute auch rausgehört, schon in der Keynote heute Morgen, deutsche Unternehmen sind immer ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen vorsichtiger. Stichwort Vertrauen ist vorhin auch gefallen. Wie sehen Sie das?
Ja, wie mein Vorredner schon sagte, das Thema Analytics ist schon weit verbreitet. Und jetzt die Kombination mit Big Data und Analytics und dann eventuell Machine Learning draufzusetzen, ist jetzt nicht in allen Unternehmen verbreitet, aber wir sehen eine Adaptionsrate, die da ist. Ja. Das heißt also, es wird mehr und mehr eingesetzt. Und der Vorteil ist halt, dass man da sowohl mit offenen Standards wie auch Open Source Technologien arbeiten kann, dass man natürlich auf kommerzielle Software zurückgreifen kann, wenn man dann sagt, okay, ich will in Richtung Produktionssysteme gehen. Und dass wir aber auch die Möglichkeit haben, dass wir mittlerweile diese Machine Learning Modelle, die wir erstellt haben, effizient an die Edge wieder transportieren können. Das heißt also, auch das Thema Edge Management wird ein Thema sein, was wir in der Zukunft mehr und mehr sehen werden. Wenn wir diese ganzen Embedded-Geräte haben, müssen wir auch dafür sorgen, dass die entsprechende Updates bekommen können. Das heißt also neue Updates in den Machine Learning-Modellen. Aufforderung nochmal an unsere Zuschauer. Werden Sie gerne Ihre Fragen los an die Runde? Hier haben Sie die Möglichkeit, das natürlich zu tun im Portal der SPS Connect. Einfach die Frage reintippen und dann werden wir versuchen, die hier in dieser Runde mit einzubauen. Ich möchte mal zurückkommen auf dieses Thema Vertrauen, auf dieses Thema Hemmungen, künstliche Intelligenz einzusetzen. Wie kann man denn, vielleicht Frage an Sie, Frau Maas, weil Sie diesen Begriff Vertrauen auch vorhin aufgebracht haben, wie kann man denn diese Hemmungen abbauen? Wie sehen Sie das? Durch gute Erfahrungen. Also erstmal ist es natürlich so, dass Vertrauen auch ganz stark zwischen Menschen stattfindet. Und wenn die Gespräche zwischen ja, zwei Ansprechpartnern bei Unternehmen stattfinden, wo man merkt, ja, das passt auch von der Fachlichkeit, das baut Brücken. Also wir stellen jetzt zum Beispiel fest, seit wir zusammen auch mit Maschinenbauexperten rausgehen, wo dann die Ingenieure mit den Ingenieuren und nicht nur mit den Informatikern sprechen. Da ist schon auch dann ein bisschen mehr Bereitschaft. Wir sehen außerdem, dass der Mittelstand zwar nach wie vor interessiert, aber zurückhaltend ist. Die großen Unternehmen, die Konzerne, alle schon rumexperimentieren. Da ruckelt's ein wenig in der Da. Leitung. Tief mit diesen Dingen. Oh, Entschuldigung, ist das auf meiner Seite? Können Sie mich hören? Wo es hängt, im Zweifel hängt es irgendwo im Breitbandausbau, der ist schuld. Okay. Wie immer. Noch mal kurz zurück, die letzten 20 Sekunden haben wir nicht mehr richtig gehört. Ja, also ich sprach ja von guten Erfahrungen, die das Genau. Vertrauen herstellen können. Und was wir beobachten ist, dass der Mittelstand nach wie vor sehr zurückhaltend ist, sich zwar sehr interessiert, aber trotzdem noch gar nicht so flächendeckend umsetzt. Anders ist das bei den großen Unternehmen. Also die Unternehmen über 1 Milliarde Umsatz, die haben alle ihre ersten Erfahrungen gemacht und haben auch erste Proofs of Concept in dem Kontext. Und das interessiert dann natürlich auch den Mittelstand. Also diese Referenzen, diese Leuchtturmprojekte helfen ein Stück weit und dann sickert das so ein bisschen zu den kleineren Unternehmen durch. Also meine Erfahrung ist, dass es ganz viel mit Ausprobieren zu tun hat, mit Nähe zu den Leuten, die es dann auch umsetzen und dann gute Erfahrungen machen. Das Ganze ist natürlich auch immer mit enormen Investitionen natürlich auch am Ende des Tages verbunden. Nicht immer. Naja, das glaube ich nicht. Naja, Also, aber ich glaube, man es kann auch kostet ganz Geld. viel in Also der Flamme ausprobieren. man muss Und die einerseits das Daten. Vertrauen haben und die guten Erfahrungen dann irgendwie auch bekommen. Man muss natürlich auch ein Stück weit erstmal investieren. Kann man das in irgendeiner Art und Weise beziffern bei einem klassischen mittelständischen Unternehmen, die sagen, Mensch, ich möchte mich mit diesem Thema jetzt einfach tiefer beschäftigen, ich möchte das weiter ausbauen. Von welchen Summen sprechen wir da? Ich glaube, das geht ab rund 10.000 Euro los, dass man da seine ersten ja, Erfahrungen machen kann und auch ausprobieren kann, was geht mit den Daten, die schon im Haus entstehen, wie reagiert eine Software, eine künstliche Intelligenz darauf, welche zusätzlichen Informationen bekomme ich, wenn ich diese Daten auswerte. Das geht inzwischen wirklich auf ganz kleiner Flamme. Ich muss ja auch gar nicht unbedingt direkt mit teurer Hardware starten. Ich kann teilweise Hardware nutzen, die bereits im Haus ist. Wie gesagt, Daten entstehen in fast jedem Unternehmen sowieso schon, auf die kann ich schauen. Das heißt, wir sprechen über eine Handvoll Dienstleistungstage, um solche Sachen auszuprobieren. Also es ist tatsächlich zu Beginn von einem überschaubaren Rahmen auch zu sprechen.
Herr Dr. Gietz, Sie haben vorhin das Thema neue Geschäftsmodelle angesprochen. Wollen wir das noch ein bisschen vertiefen? Ja, was ist da möglich? Wo sehen Sie da Möglichkeiten für die Zukunft? Ja gut, das ist ein Grund gewesen. Also wir haben vor Jahren schon angefangen, da waren wir noch gar nicht so bei Industrie 4.0, uns mit den Daten, die wir logisch selbst erzeugt haben und erzeugen, sehr intensiv zu beschäftigen. Vielleicht noch mal so ein Satz in Richtung Analyse und Aufwendung und Investition. Das kann man, glaube ich, die Frage kann man so einheitlich nicht beantworten. Das kommt darauf an, was man mit den Produkten, was man mit den Technologien macht. Gehen wir mit dem, was wir gerade gehört haben, auch was Edge Devices, was ich gerade angesprochen habe, von den Smart Cameras, in eine, ich sag mal, Maschinenumgebung. Und wir reden über eine Produktentwicklung, dann sind natürlich da Investitionen schon mächtig hinter. Denn Sie müssen, Sie hatten ein Thema unter anderem dort in Richtung Safety und Security, das ist ja auch ein Thema, auch gerade in Richtung der Daten. Da müssen wir schon so ein bisschen aufpassen, dass wir, ich sage mal unabhängig davon, wem die Daten gehören, aber dass dort nicht Maschinen oder wie auch immer beeinflusst werden oder stillgelegt werden durch Angriffe. Nochmal zu den Geschäftsmodellen. Und das Big Data macht nach meiner Ansicht auch gerade mit dem Analytics nur Sinn, auch gerade in Richtung der OPC-UA-Geschichten und ich sage jetzt bewusst mal RAMI-Modelle. Wenn man sich irgendwie so ein bisschen anguckt, was macht man, was will man überhaupt mit den Daten? Dass wir unten an der Edge natürlich heute mit Bildverarbeitung viel machen können, messen, regeln, steuern, ist fein. Wenn wir dann so ein bisschen in diese ganze SCADA-Messumgebung reingehen, dann wird das schon ein bisschen spannender, dass man dort auf höherer Ebene mit Informationen arbeitet. Mhm. Natürlich können Sie damit Geschäftsmodelle verknüpfen. Natürlich können Sie hergehen, gerade auch wenn Sie noch weiter hochgehen. Und wir haben ja ein Tool, EPROMI nennt sich das, Enterprise Production Manufacturing System, dass Sie immer weiter höher gehen bis oben in die ERP-Umgebung hinein. Und dann kommen Sie natürlich sehr wohl auch mit Condition Monitoring, auch mit unseren Kunden sind wir im Gespräch zu Geschäftsmodellen, dass Sie natürlich dort die Services, die Sie daraus ableiten können, dass Sie damit natürlich auch dementsprechend in den nächsten Jahren diverse Umsätze machen können. Und man muss bei der Cloud da auch nochmal drauf achten. Das geht einem manchmal so ganz locker bei die Lippen. Dann gehen wir mal mit den Daten in die Cloud. Wir haben jetzt gesehen, so ganz einfach war das in den letzten Jahren nicht. Aber auch wenn Clouds angeboten werden, muss man im Hinterkopf behalten, ob On-Premise oder ich habe es gerade schon gesagt, oder Off-Premise, dass natürlich auch der Cloud-Anbieter Geschäftsmodelle damit verknüpft. Das ist ja nicht alles free on charge. Ja, und das muss man ein bisschen abwägen, aber wir haben gerade, was die Information, sei es auf der Feldebene beziehungsweise auf dem Shopfloor angeht, bis hin in die ERP-Systeme, eine ganze Reihe Geschäftsmodelle damit verknüpft. Weil wir vorhin beim Thema Kosten waren, vielleicht Frau Maas, eine Frage, die hier reingekommen ist, die ja lautet, wie groß ist denn der Nachrüstungsmarkt bei bestehenden Maschinenparks und inwieweit ist erforderlicher Schulungsaufwand ein Hinderungsgrund für Investitionen? Die letzte Frage ist ja schon fast philosophisch. Also wie groß der Markt ist, kann man tatsächlich nur abschätzen. Ich würde sagen, alleine in Deutschland ist der riesig. Für mich ist der Nachrüstungsmarkt deutlich größer als der Greenfield-Markt im Moment. Wir haben jede Menge Bestandssysteme, wo man genau diese Ansätze, die ich eben beschrieben habe, natürlich reinbringen kann, wo man sehr wohl schauen kann, welche Daten kann ich jetzt bereits abgreifen und wie kann ich auch mit ganz einfacher Nachrüstung so ergänzende Informationen nutzen, dass dann eben echte Mehrwerte gehoben werden. Also wir konzentrieren uns im Moment ganz, ganz stark auf das Brownfield. Insofern, ein großer, wichtiger Markt. Und zu der zweiten Frage, da müssten Sie mir jetzt einmal noch mal helfen. Jetzt habe ich es auf die erste konzentriert. Könnten Sie mir die noch mal wiederholen kurz? Frage war, inwieweit ist denn ein erforderlicher Schulungsaufwand ein Hinderungsgrund für Investitionen? Also man muss natürlich immer auch einen Know-how-Transfer damit verbinden.
wenn man in diese Themen reingeht. Ich halte den aber nicht ansatzweise für so groß, wie vielleicht manche befürchten. Wir setzen natürlich didaktische Konzepte im Moment auf, auch mit der Festo Didaktik, um allgemein in dem Thema KI zu schulen und auch mal zu differenzieren, was passiert da eigentlich, was sind die Unterschiede zu deterministischen Ansätzen. Aber um das Ganze in die Anwendung zu bringen, glaube ich, das kann man fast parallel zu den Projekten machen. Also die Anwendung von solchen Algorithmen im Unternehmen, wenn man dann eben halt auch ein begleitendes, beratendes Unternehmen hat, das halte ich nicht für besonders aufwendig. Das Ding ist natürlich, dass die Leute offen sein müssen und wenn eben diese Einblicke in die Technologie noch nicht da sind, dann ist das Misstrauen zu groß. Also da schließt sich dann wieder der Kreis. Frage an Herrn Wende, und zwar von jemandem, der kennt Sie, Sie kennen ihn wahrscheinlich auch, Wolfgang Schmidt Hallo Jörg, wo siehst du als Hersteller den Einsatz bei Edge Analytics von Open Source ausreichend und wo liegt die Notwendigkeit für Kommerzielles? Ja, gute Frage, Wolfgang Schmidt. Das Thema an der Stelle ist, wenn ich mit etwas in die Produktion rausgehen möchte. Das heißt also das von vorhin angesprochene Thema Safety, Security Thema. Dann muss ich mich natürlich auch auf die Software verlassen können, die dabei eingesetzt wird. Mhm. Und an der Stelle ist es sicherlich sehr interessant, wenn man Dual-Licensing-Modelle hat. Das heißt also, man kann Software für Test- und Entwicklungszwecke kostenfrei einsetzen, als Open-Source-Paketen ziehen und bekommt dann von einer, vielleicht in der gleichen oder von einer anderen Firma, für diese Open-Source-Pakete entsprechend den Langzeit-Support. Denn wir wissen ja auch im Prinzip alles das, was wir in irgendeiner Form ins Feld ausrollen, was heute vielleicht Greenfield ist, ist morgen Brownfield und ist dann weitere 20 Jahre oder 30 Jahre in der Produktion. Und dafür muss ich natürlich einen entsprechenden Support-Rahmen haben. Ja. Noch eine Frage, ebenfalls von Wolfgang Schmidt. Gemäß der Keynote braucht man ja erst die Strategie für ein digitales Geschäftsmodell, so die Keynote, die wir heute Morgen eingangs hier gehabt haben. Demnach braucht man erst die Strategie für ein digitales Geschäftsmodell und dann die KI-Ansätze. Können die Diskussionsteilnehmer, und da gebe ich die Frage gleich mal weiter an Herrn Dr. Giet vielleicht, dafür einige Beispiele nennen? Ja gut, das ist die Frage, ob das immer miteinander verbunden sein muss. Sie können natürlich dort Geschäftsmodelle auch so ein bisschen losgelöst von KI dort anbieten. Es ist ja nicht so, als wenn wir im Moment bei allen Sachen KI brauchen. Das heißt, Sie haben heute, wir haben es auch gehört, es gibt einige Sachen, sei es, dass wir visualisieren, sei es, dass wir Daten irgendwo miteinander verbinden. Da sei es, dass wir Regeln steuern, Conditional Monitoring hatte ich gerade schon angesprochen, ist ganz klar ein Geschäftsmodell rumzuknüpfen, wo jetzt erstmal KI in dieser Form vielleicht noch gar nicht mal so den Hauptgrund spielt. Wenn Sie in Richtung dieser Production Analytics gehen, da ist gar keine Frage, da brauchen Sie KI. Und Production Analytics, viel verbindet sich ja heute immer noch mit Anomalien, die irgendwo dahinter sind, technologisch, dass Sie auf irgendwelche Ereignisse ad hoc oder wie auch immer reagieren. Da haben wir, wie gesagt, eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen auch mit OEM-Kunden, wo wir ganz einfach in engem Zusammenspiel mit dem OEM-Kunden diese Geschäftsmodelle handeln. Beispiel, wie gesagt, hatte ich gerade schon angesagt, ist zum Beispiel Condition Monitoring. Das ist die ganze, ich sag mal, Wartungsgeschichte, die wir gerade auch angesprochen haben. Wir müssen bei den Systemen bis im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich Laufzeiten haben, einen Lebenszyklus haben, den wir abdecken müssen, auch mit den Technologien und natürlich auch mit der Software, die wir haben. Ja? Ergänzungen von Herrn Wende? Sie nicken. Ja, ich würde dem einfach zustimmen, deswegen habe ich genickt. Und die Modelle oder die Einstiegshürde in diese Technologien ist relativ gering. Das heißt also, so wie schon mal gesagt wurde, man kann da mit wenigen, sag ich mal, 1.000 Euro, vielleicht sogar auch mit wenigen 100 Euro initiale Projekte starten. Ja. Allerdings muss man sie dann, natürlich, wenn man sie die Produktion einsieht, muss man ein entsprechendes Budget haben und dann macht es, spätestens dann ist es sinnvoll, dass man damit auch ein digitales Geschäftsmodell verbindet, weil wir investieren heutzutage nicht, wenn wir nicht irgendwo ein ROI irgendwo ausrechnen können.
Abschließend noch eine, Frau Maas, Sie haben es vorhin so schön gesagt, philosophische Frage, die geht in eine ähnliche Richtung. Ist ein Generationenwechsel bei den Mitarbeitern erforderlich, damit die Themen KI und IoT in der deutschen Industrie weiter nach vorne getrieben werden? Klares Ja. Bitte? Also wir sehen natürlich, dass die jungen Leute, die jetzt von den Universitäten kommen, alle auch bereits ein Stück Informatik mitkriegen. Ja, also da ist Informatik in der DNA und das hilft enorm. Das öffnet an der Stelle und das öffnet auch dafür zu sehen, dass eben in der Mathematik und in der Informatik noch Know-how liegt, was vielleicht in einem klassischen Ingenieurstudium bislang zumindest so nicht vermittelt wurde. Also zu akzeptieren, dass da eben Disziplinen reinkommen, die tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnen, ja, das ist eine wichtige Offenheit. Und die sehen wir klassisch jetzt erstmal nicht bei den Managern über 60. Ausnahme steht in der Regel. Ja. Gut, ich bin noch nicht 60, also ich kann da noch nicht mitreden. Entschuldigung, aber ich würde dem sowohl zustimmen wie auch gerne ergänzen. Also wir müssen natürlich die Kenntnisse aus einem Produktionsumfeld, die bei unseren älteren Kollegen vorhanden sind, mitnehmen. Das heißt, also die haben einen extrem hohen Erfahrungsschatz und wenn wir den einfach auf Seite schieben, dann verlieren wir Skill, den wir zwingend notwendig haben. Stimme ich auch vollkommen zu. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, gerade was moderne Technologien angeht, ich sage es mal so rum. Ich glaube, beantwortet sich das, und wir haben es ja gerade gehört, dass Hochschulabgänger heute gerade aus unserem Umfeld, ich sage mal so Bildverarbeitung, Computer Vision, ich kenne fast keinen, der nicht irgendwie mit Deep Learning konfrontiert worden ist, was immer es ist. Wenn wir aber an die Frage, das, was Sie gerade gesagt haben, dann müsste man auch ein bisschen aufpassen, das ist vollkommen richtig, ich hatte ja schon mal gesagt, so Informationen, wenn Sie da natürlich eine Stufe noch höher gehen, und das verbinde ich jetzt mal mit meinem Vorredner, wenn Sie aus Informationen Wissen machen wollen, dann können Sie das nur über Erfahrung. Und deswegen, glaube ich, haben wir dort so eine gewisse Kombination. Das Umgehen heute mit Edges, Clouds, mit den Schnittstellen, mit was auch immer, auch mit den modernen Rechnern heute, FPGA, GPU, ist ganz sicher, da werden Leute mit groß, wir haben es gerade gehört, das liegt in ihrer DNA, das ist vollkommen richtig. Aber was Produktionswissen angeht, da brauchen wir Leute, die natürlich auch die Produktionsprozesse kennen. Und beides zusammen, ich glaube, das ist auch unsere Stärke. Wer hätte gedacht, dass so viel Philosophie auch in Big Data Analytics liegen kann, wie wir zum Schluss doch noch gemerkt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank an die Runde. Wenn Sie weitere Fragen haben an die Gäste, an die Teilnehmer dieser Runde, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, da entsprechend Kontakt aufzunehmen, das bei uns in der Plattform, in der SPS Connect Plattform. Und das wird auch weiterhin unser Thema heute sein, künstliche Intelligenz und intelligente Bedienkonzepte. Heute Vormittag, in wenigen Minuten geht es weiter, kurze Pause und bis gleich.